So, meine Lieben, da sind wir also in der Nacht. Ich habe einen Tagesablauf einen von Depressionen betroffenen Menschen nachvollzogen, in Worte gekleidet, auch künstlerisch interpretiert, in einen Wetterausdruck und auch in Lyrik niedergeschrieben. So, und jetzt sind wir also bei der Nacht angekommen. Wer die vorigen Videos alle gesehen hat, weiß schon, es geht über den ganzen Tag. Und was ihn da so begleitet. Starker Niederschlag prägte heftig schon die letzte Nacht, bin davon leider überraschend und des Öfteren aufgewacht. Aber nun die kommende mir nicht weniger Sorgen bereitet. Was, wenn eine Stunde nach der anderen ohne Schlaf fortschreitet? Weil die Gedanken wieder nur um die eigene Achse kreisen. Ach, könnte ich doch in die Mitte Aug in Aug ins Nirvana reisen. Vergebens versuche ich zu stoppen, diese innere Zerrissenheit, die mich zerstört. Wann verstummt diese tosende Stimme im Kopf, die niemand außer mir nur hört? Ja, das ist ein schweres Thema, weil das ist ja, wir werden gedacht. Tatsächlich, wir werden gedacht und dazwischen denken wir willentlich. Aber der Großteils werden wir gedacht. Und wer seinen Gedanken zuhört und sie ernst nimmt, der schlittert denn da ab, genau in die Depression oder eben glaubt es zuletzt noch in seinem Geiste. Und ich frage mich, wie wahrscheinlich jeder, wer denkt es, wenn ich das nicht absichtlich denke? Man kann das lernen über gewisse Tools, diese Gedanken zu stoppen. Das ist ganz wichtig, es zu lernen. Wenn man nämlich nur noch gedacht wird, ist man nicht mehr Herr seiner selbst. Und der zweite Punkt, was wichtig zu sagen ist, du darfst dich nicht selber so ernst nehmen, was du denkst, bist nicht du. Also das heißt wirklich, man muss sich von seinen Gedanken auch distanzieren. Und dort sollten sie auch bleiben. Also das nächste wäre das Wort und das dritte wäre die Tat. Und da sollte wirklich tatsächlich schon bereits kein Wort rauskommen. Also da sollte schon die Schranke sein. Das zum Lernen hat mir viele Jahre gekostet. Ah, wie kann es euch nicht sagen, es war ein Segen zum Beispiel. Ich habe mir über etwas anders viel Gedanken gemacht. Also ununterbrochen. Ich würde sagen, ich war besessen von diesen Gedanken. Also die sind ja nicht zu stoppen gewesen und die haben mich erschöpft ohne Ende. Ich kann mir das noch erinnern. Ich habe ja dann aber die Chance gekriegt, dass ich auch jemanden gefunden habe, der mir dann also ein Tool gegeben hat, um diese Gedanken mal zumindest in den Hintergrund zu schieben und wieder mal einen bewussten Gedanken zu denken. Dieses Tool werde ich euch auch an die Hand geben, hier genau im Anschluss, im Fall, dass es jemanden betrifft. Hört euch das nächste Video an, das ist für euch.